I'm very happy now to introduce an old friend of the Council of Europe, a long-standing member of the Parliamentary Assembly, but who had to leave the Assembly because he became the Minister of Justice in Germany, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, who, of course, is a lawyer and has contributed a lot to the Council of Europe discussions before, and we look forward very much to hear your ideas on how we could bring this issue forward as well in your own country, of course, but also in other parts of the Council of Europe. We are very happy to welcome you, and we'll listen to you with great attention. The floor is yours. Yeah, thank you very much, Mr. Thomas Hammerberg, Neil Crowley, and to all who are engaged in this debate. I haven't had the time to join you from the beginning, but I think this report is very much important one, and he will stimulate the debate in our in the national countries, in the member states of the Council of Europe. And we have to look to the member states, but we need an incentive from here, from the Council of Europe, because this is one of a very main point concerning human rights and core values of the Council of Europe. And we have two articles in the European Convention, Article 8 and Article 14. This is the base for this discussion and to fight against sexual discrimination and especially concerning LGBT persons. And in Germany, we have our constitution with rights, also with the right to respect all people independent from their sexual identity and orientation. But the reality often is not convenient with with the constitutional rights. So we have also, and there was, discussion, your words mentioned that we have in Germany at this moment the necessity to change our existing law, because we have had a few judgments of our constitutional court. So we have to change this law, and it is not so easy. Not so easy because there are really different opinions, political meanings concerning how to handle these serious problems, these serious situations for people who are concerned. So I'm engaged, you're right, I'm engaged in these questions. I am in contact with non-governmental organizations also in Germany, and I try to make more pressure to my colleague, Mr. Friedrich, who has the competence for these questions now, to start a draft bill concerning transsexual legislation. So we have also in Germany a lot to do, but I'm very much impressed that you put this report here on the floor, that you have this discussion here, very open discussion, and I hope that this will be the beginning, once more the beginning, for a dynamic process, and I will give my best to support you and to support also you, Mr. Hammerberg, if you are visiting the member states of the Council of Europe, to support you in your engagement concerning your fight against discrimination because of sexual identity. Please excuse my English, so I will now, perhaps if you're allowed, change in German. I know there is a possibility to translate in English or in French.
So darf ich einige Worte noch zum Schluss auch in Deutsch ergänzen, denn ich möchte schon einige Worte sagen zur der Situation in Deutschland und zu den Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen, die das Transsexuellenrecht in Deutschland betreffen. Wir haben in Deutschland auch sehr strenge Vorgaben in unserem bisher geltenden Recht gehabt, strenge Anforderungen bis hin zu operativen Eingriffen, um überhaupt dann auch mit dem anderen Geschlecht anerkannt zu werden. Das ist in weiten Teilen nicht mit der Verfassung in Deutschland in Einklang zu bringen, sodass das jetzige Recht eigentlich nur aus Leerstellen besteht, nämlich aus den Bestimmungen, die das Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt hat, im Hinblick auf Artikel 3 des Grundgesetzes, in dem eben das absolute Verbot der Diskriminierung enthalten ist. Und auch wenn die Worte sexuelle Identität dort nicht ausdrücklich aufgeführt sind, ist es absolut unstreitig. Das ist natürlich auch die Diskriminierung aus dem Grund der sexuellen Identität beinhaltet. Und deshalb ist das ein Auftrag an diese Regierung, auch Gesetzgebung in dieser Legislaturperiode nicht nur zu beginnen, sondern auch abzuschließen. Wir haben in Deutschland ein Bundesrecht zu eingetragenen Partnerschaften und inzwischen auch in sehr vielen Ländern Deutschlands. Wir sind ja eine Föderation, ein föderaler Bundesstaat, sodass auch noch Kompetenzen in den Ländern liegen. Und es gelingt langsam, hier doch neben Bundesrecht auch entsprechende landesrechtliche Regelungen zu verabschieden. Das ist auch in Bayern seit der letzten Koalitionsregierungsbildung im Jahre 2008 möglich gewesen. Ich verstehe den Bericht, die Untersuchungen, die Erkenntnisse über Abneigung bis hin zu Hass und Phobie gegen die Menschen, die aus Sicht der anderen anders sind, als einen Anstoß und als einen Auftrag, engagiert, sich wirklich für gelebte Gleichberechtigung und gelebtes Einsetzen gegen Diskriminierung auch fortzufahren, sei es in Regierungsverantwortung, sei es im Parlament, sei es in der Zivilgesellschaft oder in entsprechenden Nichtregierungsorganisationen und Initiativen, die es auch in Deutschland natürlich gibt. Und ich kann Ihnen an dieser Stelle nur sagen, dass ich meinen Anteil gerne dazu sehr engagiert leisten werde. Und wie immer bin ich sehr froh, dass auch hier wieder ein herausragender Anstoß vom Europarat, auch gerade von Ihnen, Herr Hammerberg, kommt. Ganz herzlichen Dank.